ziehen. Aber die Beweislage ist klar und da gibt es nichts mehr drüber nachzudenken, bei aller Liebe. Denkst du? Ja, das ist auch, wenn es nur seine Fantasien ist, es fängt bei einer Fantasie an und wird dann umgesetzt. Ich habe da keine schönen Worte für. Ich will jetzt auch nicht beleidigend werden, aber möge Gott, wenn ihr Kinder habt, unsere Kinder vor solchen Menschen schützen. Ganz einfach. Soll ich noch sagen, was man mit solchen Menschen bei uns macht? Ja, da gibt's nichts schön zu reden, Alter. Das ist die Beweislage ist klar, meiner Meinung nach. Und jeder, der versucht wegzugucken, Also oder? meinst du Gazi versucht jetzt gar Nein, der oder guckt nicht was weg, meinst der hat sein Statement dazu gegeben. Ist ja auch richtig so. Und da gibt's nichts schön zu reden. Da gibt's auch nichts in Schutz zu nehmen. Und egal, wie eng man mit so einem Menschen ist, man muss einfach einsehen, dass es krank ist. Und er soll ganz schnell Hilfe suchen. Ist ein bisschen her, vielleicht war es damals was von ihm und jetzt hat er sich gebessert, aber das ist einfach, egal was man gerade sagt, es ist Aber du kennst kompliziert. ihn auch von früher, so Ich mit sag Boys mal, und so. Wie war der? vom menschlichen her, Top-Typ. Du kannst einem Menschen nur vor den Kopf gucken, du kannst nicht hinter seinen Kopf gucken. Verstehst du, was ich meine? Und was ein Mensch für Vorlieben hat, es ist mir scheißegal, ob der sich einen Baum reinschiebt, ob der sich einen Dildo reinschiebt oder was auch immer. TikTok sportlich an dieser Stelle oder diesen Stift reinschiebt. Das ist mir alles scheißegal. Aber sobald Kinder ins Spiel kommen, Boah. das bricht von jedem Einzelnen da draußen das Herz. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute das cool finden oder irgendwas. Da gibt's auch nichts schön zu reden. Und ich als Vater empfinde sowas nochmal ganz anders, egal ob es mein Kind ist oder meine Nichten. Meine Nichten sind wie meine eigenen Kinder. Und wenn ich mich vorstelle, dass dasselbe bei denen passiert, der Typ gehört umgebracht. Also das ist Ey, das im Knast TikTok meinst du? sportlich, ja, der Typ gehört eingesperrt. Versteht ihr, was ich meine? Erstens, das Kind leidet ein Leben lang darunter. Es wird immer ein Trauma haben und darauf zurückdenken. Und ich will mich, also ich als Elternteil, ich kann mich Gott bewahren, Astaghfirullah. Ja, nee, Gott soll uns sehr fern von sowas halten. Aber das ist leider Realität und es gibt so kranke Menschen. Und einfach weggucken ist nicht das Richtige. Jeder soll ein Statement dazu geben. Jeder soll das sagen, was ihm auf dem Herzen ist. Und das hat nichts mit Fame zu tun oder sich an irgendwas aufgeilen oder irgendwas, weil es gerade im Thema ist. Man muss einfach was dazu sagen. Und weggucken ist meiner Meinung nach nicht die richtige Einstellung.